Game Freak. Sterne. Epischer Kampf. Pummeluff. Tanzt hin und her. Wie auch immer er heißt. Rengar. Nein, Rengar heißt er nicht. Ich weiß es nicht. Pummeluff weicht aus und tanzt hin und her und Feuerstoppa. Oder Pummeluff setzt seinen Penis ein. Ich habe keine Ahnung. Ja, so, hallöchen, meine lieben Freunde. Ich sag mal, das ist ja wie so euch, meine lieben Zuschauer. Grüße euch recht herzlich zu Pokémon Blaue Edition. Ja, da fragt euch sicherlich, was hat der Blue Sphere jetzt schon wieder mit einem neuen Projekt vor? kann ich jetzt einmal ganz kurz erklären. Und es ist übrigens übel schwer, mit Camtasia so ein scheiß Emulator-Game aufzunehmen. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe jetzt so einen uralten Emulator für den PC rausgesucht, weil die anderen nicht wirklich irgendwie bei mir funktionieren. Und da versuche erst mit Camtasia, habe ich wieder Camtasia rausgekramt. Und Camtasia ist mir eh halt ein großes Rätsel. Aber egal. Ja, wieso mache ich das? Ich habe gemerkt, dass ich nicht so krass der Minecraft-Freund in letzter Zeit bin. Und das Minecraft-LP, so sehr es mir auch leid tut, darauf habe ich ehrlich gesagt irgendwie nicht mal so wirklich Bock. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich habe jetzt seit über einem Jahr auf meinem Channel halt Minecraft-LP gehabt und ich muss es halt immer wieder von neu anfangen. Ich habe es durch mehrere Staffeln am Anfang probiert und sowas. Aber irgendwie komme ich da nicht weiter in Fahrt, weil ich habe irgendwie keinen Bock, immer weiter abzudaten und dann, ja, immer wieder weiter hängen zu bleiben. Und von daher denke ich mal, ist das Minecraft-LP, auch wenn es mir echt leid tut und vielleicht einige Zuschauer das wirklich abfeiern, ist das jetzt erstmal pausiert. Also ich habe da ehrlich gesagt echt keinen Bock mehr drauf. Auch generell auf Minecraft, ich weiß es nicht. Ich war ja noch nie so wirklich der große Minecraft-Freund, wenn dann halt nur im privaten Sinne und ja. Also wird der Channel jetzt erstmal die nächsten ein, zwei Monate, denke ich mal, Minecraft-frei bleiben. Einige Leute wird es freuen, einige Leute eventuell auch nicht. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber ich habe echt keinen Bock mehr auf Minecraft, was es momentan angeht. Und von daher habe ich mir einfach ein neues Projekt rausgesucht. Also das wird immer um 15 Uhr so circa kommen. Also Pokémon Blaue Edition zusammen mit Terraria, was ja auch zwei bis dreimal die Woche kommt. Und wie gesagt, keine Sorge, das Minecraft-Battle startet auch nächstes Jahr wieder. Oder sämtliche andere Minecraft-Sachen wie Survival Games oder so, das kommt alles noch. Also das sollte ich eventuell eher im Weekly Vlog sagen, da sieht es wahrscheinlich mehr Leute an als hier jetzt im Pokémon Let's Play, das schaut sich wahrscheinlich eh keiner an. Aber ich habe irgendwie total Bock drauf, das wollte ich ja eh schon mal vor Urzeiten machen, irgendwie vor einem halben Jahr oder sowas wollte ich mal mit der blauen Edition anfangen und ja, irgendwie kam ich irgendwie nie dazu, weil ich hatte ja eine ziemlich lange YouTube-Pause gehabt und ja, irgendwie kam ich da nicht so wirklich zu. Also sorry auch, wenn ich gerade so viel laber, aber ich möchte einfach erzählen. Wie gesagt, jetzt komme ich da endlich einfach mal zu. Wir haben jetzt gerade 4.30 Uhr nachts und ich denke mal, ich bringe das auch heute schon am 19.12. einfach mal random. Ich komme gerade aus einem kleinen Aufnahmemarathon. Amnesia und Outlast habe ich ein bisschen was aufgenommen und sowas. Und da dachte ich mir einfach mal, wie gesagt, ich wollte gerade echt Minecraft aufnehmen, weil ich habe echt keine Motivation mehr auf Minecraft Let's Play. Das ist momentan echt krass. Also, ich weiß gar nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt. Und ich hoffe wirklich, dass ihr es respektiert. Und wie gesagt, ich bringe ja eh nur Sachen, auf die ich Bock habe. Und wie gesagt, von daher dachte ich mir einfach mal, ja, kannst du jetzt endlich mal mit diesem Pokémon-Let's Play anfangen, weil ich habe so viele Alternativen momentan, die ich Let's Playen kann, aber die ich mir wirklich eher für 2014 halt aufspare. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ach ja, übrigens, die Sims 3 wird auch noch bald kommen, ne? Das kommt auch noch bald, keine Sorge. Das ist auch fest in Planung und ja, nur wie gesagt, momentan habe ich eher Bock auf Pokémon und Pokémon, das ist ja auch nicht so ein krass langes Spiel. Ich werde jetzt auch, das kann ich jetzt auch nochmal erklären, das ist übrigens Quirrell. Ich will Pokémon auch nochmal spielen, damit ich die ganzen Pokémon endlich mal wieder auswendig kann, ne? Ich habe es damals, da war ich glaube ich 6 Jahre alt oder 7 Jahre alt, habe ich meinen allerersten Gameboy damals bekommen. Aber ich weiß gar nicht, da war ich 8, 9, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, da hatte ich auch schon meine Playstation gehabt. Da habe ich ja auch einen Gameboy mit Pokémon geschenkt bekommen. Auch der blauen Edition und der gelben Edition. Und in der grünen Edition, ich weiß es gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Und wieso ich die blaue Edition spiele? Weil blau und so, Blue Let's Play. Also ich werde die rote auch nicht spielen. Also nur das mal so zu sagen. Also ich werde jetzt auch eine Pokémon-Reihe machen. Sprich, es kommen immer, ne, zuerst kommen die alten. Und danach kommt wahrscheinlich dann Silber und Gold. Und so weiter und so fort. Ne, ich denke mal, ihr könnt euch das so circa vorstellen, was jetzt in nächster Zeit auf euch zukommen wird, was Pokémon anbetrifft. Weil wie gesagt, das echt auf meinem Channel, das wollte ich schon so lange machen. Und jetzt mache ich das einfach mal. Aber es gibt auch eine kleine Besonderheit. Je nachdem, ob ihr möchtet oder nicht, kann ich auch, das hat nämlich der liebe Angry Gaming Chris, also bevor ich seine Aufhalt sage, nämlich auch damals auf seinem alten Kanal gemacht, einfach mal die Pokémon nach den Zuschauern benennen. Ich werde jetzt übrigens das erste Pokémon, was ich auswählen werde, ich weiß auch schon, welches ich nehme, das habe ich bisher in jedem Pokémon gemacht,
Das werde ich natürlich Blues oder Blue nennen oder so. Und danach die ganzen Pokémon, die ich fange oder was auch immer für Pokémon ihr haben möchtet, schreibt dann einfach mal in die Kommentare, was für ein Pokémon ihr haben möchtet. Und ich werde es natürlich dann zeitnah versuchen zu machen und zu fangen und sowas. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, so Sachen wie zum Beispiel, es gibt ja sehr, sehr viele Let's Player, die zum Beispiel, wenn sie gerade auslaufen, das Spiel beschleunigen. Das werde ich zum Beispiel nicht machen, darauf habe ich total keinen Bock drauf. Ich werde das total oldschool machen. Ich werde auch das Trainieren, werde ich komplett mit reinbauen und sowas. Und ist mir kackegal, ob das lange, zu lange für euch dauert. Ist kackegal, ob das für euch langweilig ist oder ob ihr dabei einfach nur masturbiert oder was weiß ich. Ich habe keinen Bock, das Ganze offscreen zu machen, leveln und sowas. Von daher ist es mir kackegal, ob das Projekt dann auf 50 Parts wird. Ist es mir kackegal, ob es für euch langweilig ist. Ich werde es komplett am Stück durchziehen. Ich werde das Trainieren auf jeden Fall onscreen machen. Ich werde das mit den Pokémon für euch sammeln, onscreen machen. Und das Einzige, was ich halt mache, ist eventuell mal den Ort hin und her switchen, zum Beispiel offscreen, wenn ich dann halt eine neue Aufnahme beginne oder sowas. Ich werde jetzt zum Beispiel auch jetzt erstmal nur 20 bis 30 Minuten aufnehmen, weil ihr könnt euch auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass Pokémon Blaue Edition circa 20 bis 30 Minuten Folgen geben wird. Weil die Camtasia-Dateien jetzt nicht so krass groß werden. Von daher kann ich da auf jeden Fall bei meinem momentanen Internet täglich, also fast täglich, je nachdem wie halt Terraria auch noch kommt, halt immer 20 bis 30 Minuten Folgen bringen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich das für euch okay ist und sowas. Und ja, und ist mir auch kackiger, ob das Projekt jetzt geschaut wird oder nicht. Ob jetzt da Leute mich wegen Minecraft-LP jetzt deabonnieren oder nicht, ist mir sowas von kackegal. Wie gesagt, nächstes Jahr gibt's wieder Minecraft. Und wie gesagt, vielleicht gefällt euch ja Pokémon. Ich habe auf jeden Fall lange vorgehabt und jetzt nach 6,5 Minuten werde ich jetzt auf jeden Fall mal loslegen. Ich hoffe mal, ich glaube, ich muss einmal, sorry, dass ihr meine Maus seht. Wir gehen das nochmal weiter, genau so. Ich kann das auch nicht auf meinem PlayStation 3 Controller spielen, das geht einfach nicht. Optionen, Texttempo werde ich auf jeden Fall auf 3 stellen, Animation an, Kampfstil, ja. Ich weiß auch gar nicht, das könnte mir übrigens auch mal sein, wenn ihr damit Erfahrung habt. Ich hatte nämlich damals, glaube ich, auf dem Gameboy, glaube ich, die Erinnerung gehabt, dass die blaue Edition so einen Blaustich hatte. Da, das hier ist nämlich komplett irgendwie schwarz-weiß. Ich habe auch noch kein Let's Play irgendwie gesehen auf YouTube. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das mein Fehler ist, dass es jetzt nicht blau ist. Das werdet ihr gleich noch alles sehen oder ob das wirklich schwarz-weiß ist. Also könnt ihr mir auch mal, wie gesagt, dann in die Kommentare schreiben. Ich trinke jetzt mal einen Schluck, bevor ich auf neues Spiel klicke. Weil das wird auf jeden Fall ein Spiel, wo ich sehr, sehr viel labern werde. Und euch zusilzen werde und sowas, keine Ahnung. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr sehr, sehr viel Spaß mit dem Projekt habt. Und wenn es euch halt gefällt, dann werden die Folgen natürlich auch immer länger und alles Mögliche. Und bla, 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 bla. Neues Spiel. Professor, ich... Hallo, herzlich willkommen in der Sex... Nee, warte, wie ging das nochmal? Herzlich willkommen in der... Schule für Hexerei und Zauberei. Ich habe versucht, Hagrid nachzumachen, das kann ich nicht, aber egal. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Aish und meine Stimme klingt immer so scheiße. Man nennt mich den Pokémon-Professor oder Flüsterer. Ich bin der Pferdeflüsterer. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hätte man auch nicht gedacht, ne? Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich bin ein Roboter. Ich selbst bin ein Roboter. Habe meinem Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Wie lautet dein Name? Blau, Gary oder John? Don. Dollar John. Kann ich jetzt einen Namen auswählen? Oh, wie cool. Alter Vater, damals, ne, als man noch gerade mal 7 Zeichen hatte, um sich einen fucking Name auszudenken. Ich nehme mich dann einfach mal Blue. Oder weißt du was, ich nehme mich jetzt einfach Arsch. Kann ich irgendwie zurück machen? Ah, genau. Ich nehme mich jetzt einfach, ne, ich nenne mich nicht Arsch, ich nenne mich Blue. Ich weiß schon, wie ich Arsch nenne. Wie kann ich das jetzt, achso, einfach Start. Richtig, dein Name ist Blue. Boah, die Stimme geht voll auf den Hals, ne. Eieiei, nochmal was trinken, Moment. Könnt ihr euch auch übrigens drauf gefasst machen. Also ich werde bei dem Projekt auch nicht hetzen. Ich werde alles mögliche versuchen, in anderen Stimmlagen zu synchronisieren. Auch wenn es in der Stimme kratzt, aber da werde ich halt ab und zu mal ein bisschen was zwischendurch trinken. Richtig, dein Name ist Blue. Haha. Und dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Genau, den nenne ich. Ja, genau, so.
Auch sorry, wenn ihr meine Tastatur hört, ne? Das tut mir wirklich leid. Genau, den nenne ich jetzt Arsch. Weil ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, ne? Ich habe nämlich immer meinen Feind irgendwie Hurensohn oder Huren oder was weiß ich halt immer oder Blödmann oder Idiot oder so genannt. Damals hat man ja noch nicht solche krassen Beleidigungen benutzt. Und ich weiß gar nicht, kennt ihr sicherlich auch, dass ihr halt immer diesen Gary heißt der ja, glaube ich, immer Schimpfnamen gegeben habt. Das fand ich eigentlich damals ziemlich witzig. So, der heißt jetzt Arsch. Arsch, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Haha, ich habe meinen eigenen Enkel Arsch. Nee. Enkel ist ja was anderes, Opa, ne? Stimmt. Ja, wahrscheinlich haben ihn seine Eltern einfach nur abgetrieben, weil er Arsch hieß. Oder so. Blo, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse und versteckten Pixelpenissen. Ah, ich bin pädophil. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Oder so. Also, er ist nicht wirklich pädophil. Ne? Oh mein Gott, Alter. Diese Grafik und diese Musik, ne, das glaubt ihr gar nicht, wie lange ich die schon nicht mehr gehört habe. Ist auch mindestens, glaube ich, wieder 5 Jahre her, als ich das mal gezockt habe. Eieiei, was ist denn das hier? Blue spielt Super Nintendo. Oh mein Gott. Okay, also jetzt, ich sollte wirklich in einer anderen Stimmlage kommentieren. Okay, die Reise kann beginnen. Alter, Super Nintendo, das waren damals auch noch Zeiten. Heutzutage kennen sie ja alle nur noch Xbox und PS4 und was weiß ich was alles. Kann man eigentlich hier alles anklicken? Ich glaube nicht, ne? Ich finde das Geräusch auch ziemlich lustig. Hört mal hin. Dünn. Ich will schlafen. PC. Blue schaltet den PC ein. Ah, genau, hier konnte man Items lagern. Die unnötigste Funktion in Pokémon ever. Die habe ich auf jeden Fall nie wirklich benutzt. Ah, hier ist Mama, ne? Im Fernsehen läuft ein Film. 4 Jungen laufen ein Bahngleis entlang. Den Film kenne ich schon. Ich mache mich besser auf dem Weg. Das ist voll der interessante Film. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Alter, war da diese Stimme, ne? Mutter, achso. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Ja, genau, Mama. Ich hau mal da ab, ne? Ich geh jetzt hier bis zum Feiern, ne? Drogen nehmen und so. Willst du mit Drogen nehmen? Haus von Blue. Ach, das ist mein Haus. Meine Mom heißt auch Blue, WTF. So, Familienception. Haus von Arsch. Ich finde das so geil. Hallo, Blue. Arsch wartet in Opas Labor. Alter, ich hätte ihn nicht Arsch nennen sollen. Wow, und dann bin ich aber Pokémon. Wow, mehr Bücher über Pokémon! Wow, mehr Bücher über Pokémon! Okay. Ist das eine Karte? Alter, Vater, damals noch die Karte, ne? Als es gerade mal ein ganzes Gebiet gab. Alabastia, stimmt, so hieß der Kack. Kraftwerk, Indigo-Plateau, alter Vater. Ey, da kommen echt Erinnerungen hoch, ne? Glaubt ihr gar nicht. Hier ist ein Buch. Eine große Karte, sie ist nützlich. Eine große Karte, sie ist nützlich. Okay, klingt ein bisschen verwirrend, aber hey. Ja gut, ich gehe ja schon. Also ich werde hier echt alles mitnehmen, meine Freunde, ne? Also das ist, sei euch klar, ne? Es ist mir kacke, ich rushe hier nicht durch und ich mach nicht den hier. Das werde ich nicht machen. Nein, das werde ich nicht machen. Wow, fuck. Also müssen wir es viel zu schnell. Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Genau. Frauen brauchen immer Pokémon. Besonders wenn ihr dann die Vagina ablecken können oder sowas. Weil ich denke mal, Pokémon wären bestimmt zu Dildos. Wisst ihr, was ich meine? Alabastia, dich erwarten aufregende Abenteuer. In dieser kleinen Stadt mit gerade mal ein paar Einwohnern. Und hallo, Fettsack. Die Technik heutzutage. Ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern. Und wieder abrufen. Ich bin fett. Okay. Professor Eis Pokémon Labor. Gut, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal da rein, weil ich denke mal oben da hinten, wo es weitergeht, kommen wir nicht weiter. Ich bin Prof Eis Gehilfe. Ich bin auch ein Roboter. Ich studiere mit ihm die Pokémon und stehe die ganze Zeit eigentlich nur rum. Hallo, ich sag bestimmt das Gleiche. Ich bin Professor Eis Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon.
Professor Eich ist für... Professor Eich ist für Pokémon eine Kapazität. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Wow, unmännlich, aber Pokémon. Wow, unmännlich. Okay, ich höre schon auf. Wow, unmännlich. Ich finde das witzig. Ich finde das wirklich witzig. Hallo, Professor Eich. Du siehst irgendwie gar nicht so wie ein Opa. Hallo, dreh dich um. Der sieht gar nicht so aus wie ein Opa. Es sieht wie ein Lexikon aus, aber die Seiten sind unbeschrieben. Deshalb ist es auch kein Lexikon, wenn die Seiten unbeschrieben sind. Es ist einfach nur ein leeres Buch, Alter. Mein Gott, die Logik damals. Es sieht aus... Okay. Ich glaube, ich sollte echt aufhören, Sachen immer doppelt zu lesen. Im Briefkasten ist eine E-Mail. An alle Pokémon-Trainer. Die Trainerelite der Liga wartet auf mutige Herausforderer. Bringt eure stärksten Pokémon mit und zeigt, wie gut ihr seid. Pikmin Liga Leitung Indigo Plateau. PS Professor Eich, bitte melden Sie sich bei uns. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist das? Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Ich drücke Enter. Eingabe. Blue. Oh. Im Menü kannst du unter Sichern deinen Spielstand speichern. Ja, ey, das ist mir bekannt. Aber wie kann ich das... Ah, okay. Möchtest du das Spiel speichern? Speichern. Schau mal, der hat das auch wirklich gespeichert, weil ich bin natürlich auf dem Emulator, kann ich natürlich auch separat speichern. Na gut, aber wir reden jetzt auf jeden Fall mal nach 16 Minuten mit dem Professor Eich. Ach so, Arsch. Ach so, das ist gar nicht der Professor. Hallo. Hallo, Blue. Ja, ich habe so eine tiefe Stimme, denn ich bin Pugnax, ich bin Aaron, ich bin ein Hurensohn. Sorry, Aaron. Opa ist gerade nicht da. Achso, wo ist denn der? Diese sind Pokémon-Bälle, sie enthalten Pokémon. Diese einfachen Sätze damals noch, ne? Achso, der ist gar nicht hier. Oh, alter Vater, das hätte ich doch wissen müssen. Eich, warte, geh nicht raus. Achso, nein, das war gar nicht die Synchronstimme. Ich glaube, ich synchronisiere den auch ein bisschen anders, oder so. Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Klebt mir am Arsch, genau. So machst du das richtig. Und nachher kannst du nein. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich gucke ziemlich grimmig und böse. Opa, achso. Wie habe ich den nochmal synchronisiert? Ah, genau, wie Pugna. Opa, ich will nicht länger warten. Arsch, lass mich nachdenken. Ah, richtig. Ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Blue. Dort liegen drei Pokémon. Haha. Sie befindet sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eines ab. Wähle, Schuhzeichen. Halt! Halt, Opa. Und was ist mit mir? Habe ein wenig Geduld, Arsch. Auch du sollst eines bekommen. Ah, okay. Was ist das? Glummernde Echse. Dieses Pokémon bevorzugt heiße Lebensräume. Bei Regen dampft eine Schwanzspitze von Glummernde. Achso. Oh, fuck. Nein. Shiggy! Genau das werde ich übrigens nehmen. Nach der Geburt bildet sich auf Shiggys Rücken ein Panzer. Es attackiert mit Sprühschaum. Schaum. Ja. Dieser Sam werde ich jetzt nicht auswählen, weil, ne, ich bin schon bei 19 Minuten hier. Ist wirklich energiegeladen. Achso. Blue erhält Shiggy. Möchtest du Shiggy einen Spitznamen geben? Ja. Dich nenne ich jetzt. Alter Vater, ist er. Passt der Blues jetzt Play hin? Blues. Nein, passt nicht. Okay, dann nenne ich das. Wie nenne ich das? Eieieiei. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Guck
gucken, ob das passt. Ich weiß es nicht. Oh, das passt genau. Wie cool ist das denn? Ich nenne es einfach Furzknoten. Frag mich nicht, wieso ich gerade diesen Namen drin hatte. Ich nenne es Furzknoten. Ach so, jetzt nimmt er natürlich Bisasam, weil Wasser gegen Pflanze resistent ist. Ne, umgekehrt. Aber egal. Ich nehme dieses hier. Boah, ich hätte den Aro nennen sollen. Arsch erhält. Arsch! Erhält Bisasam. Hallo? Mein Pokémon sieht viel stärker aus. Ja, natürlich, du Hurensohn. Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kann dein Pokémon dagegen kämpfen. Ja, danke auf jeden Fall. Warte, warte, Blue. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Epischer Kampf. Strudel des Todes. Auch sorry, wenn die Hintergrundmusik ein bisschen leise ist, aber hey. Arsch möchte kämpfen. Arsch setzt Bisasam ein. Oh. Los, Furzknoten. Furzknoten, setz Tackle ein. Hör auf zu heulen, du Arsch. Ja, Angriff sinkt. Ja, natürlich. Ja, jetzt hör doch auf, die ganze Zeit Heule einzusetzen, Alter. Mein Angriff sinkt noch. Dankeschön. Alter, Vater, mach ich wenig Schaden. Komm, machen wir einmal einen Rutenschlag. Wackeln wir einmal mit unserem Schwänzchen hier. Alter, will er jetzt die ganze Zeit einfach nur, dass ich 2 Schaden mache, oder wie? Dass meine Angriff die ganze Zeit sinkt, oder was? Ja, genau. Und jetzt werde ich wahrscheinlich sterben, ne? Hundertprozentig. Alter Vater, wie wenig Schaden ich mache. Aha, Schwänzchen wackeln. Meine Pferd sinkt. Alter, weil ich bin so am Arsch gerade, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Ah, geht doch. Volltreffer! Hahaha, deine Attacke ging daneben, du Noob! Okay, komm, wir gewinnen das. Alter Vater, wie wenig Schaden ich mache. Ja, schlug fehl. Gegen Bissel-Bin-Tackle. Alter, der ist gleich down, der ist gleich down. Komm, wir werkeln doch einmal mit unserem Schwänzchen. Weil wenn ihr jetzt schon mal Heule einsetzt, Alter, dann müssen wir die Verteidigung natürlich wieder sinken. Wedel, wedel. Alter, Vater, ich komme mir gerade so schwul vor. Das glaubt ihr gar nicht. Komm! Oh, jetzt stirb doch, du Noob! Stirb, du Noob! Alter, du willst mich echt verarschen, oder? Ey, du willst mich echt verarschen. Ich bin gleich tot, Mann. Dankeschön. Bisasam wurde besiegt. Furzknoten erhält 67 EP. Fußzeichen. Furzknoten erreicht. Level 6! Epische Musik anspiel. Ja, Angriff, Pferd, Init und Spätz sind auf jeden Fall gestiegen. Blue besiegt Arsch. Arsch. Achso, was? Was? Unmöglich. Ich habe mir das... Falsch. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Blue gewinnt 175, P. Penis. Geld. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Opa! Hä? Blue! Hä? Was? Achso, Blue, Opa, wir sehen uns später. Epischer Abgang, hoch 20 Millionen. Lass mir doch was zu sagen, Opa. Blue, wenn du dein Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. Kann ich das Pokémon jetzt hier eigentlich heilen? Im Briefkasten? Na, ja, 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 ist mir kack, immer noch kack, egal. Komm. Ja. Ja, er meldet sich schon. Nein, muss mir ja nochmal antun. Also es wird auf jeden Fall ziemlich witzig, meine lieben Freunde, das merkt ihr alleine jetzt schon. Ich bin total verwirrt, Synchronstimme und sowas halt so rüber zu bringen und so lustig wie möglich zu gestalten natürlich. Ich versuch's einfach random zu machen, einfach diese Abkürzung auch einfach mal auf den Sack zu nehmen und sowas und so, ne, wisst ihr schon Bescheid. So, jetzt gehen wir zum ersten Mal in Hohes Gras und unser erster Kampf für Strudel des Todes. Oh mein Gott, ein Radfratz. So hieß das doch, ne? Genau. Level 4, alter Vater. Ach so, wir sind wieder voll geheilt. Sehr cool. Furzknoten greift an, macht einen Kampf. Macht Tackle, los. Ja, okay. Tackle, Motherfucker of Goodness. Und Rutenschlag. Dö, Schwänzchenwedel. Na komm. Ich will diesen Kampf. Alter, ich bin auch immer total ungeduldig, was solche Kämpfe angeht. Das glaubt ihr gar nicht, ne? Das ist total schlimm. Das ist echt... Halt, Volltreffer, fick dich in deinen Hurensohn-Arsch. So, komm. Na komm. Tackle. Oh, unser erster Win, Alter. Ich bekomme gerade so einen Ständer in der Hose. Furzknoten erhält 32 EP.
Okay. Ich weiß gar nicht, sollen wir jetzt einfach nochmal random bis Level 7 leveln? Ich weiß es gar nicht. Weil später in den Gold- und Silber-Editionen gibt es natürlich auch hier unter unserem Pokémon da, bei diesem Balken da, bei diesem KP, bei diesem Lebensbalken, gibt es auch so eine EP-Anzeige. Ich glaube, das gibt es hier, glaube ich, noch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt... Oh, fick dich mit deinem Windstoß. Geh weg! Furzen kannst du woanders. Ich weiß auch gar nicht, ob das mit dem Rutenschlag eigentlich immer was bringt, weil das habe ich zum Beispiel früher nie benutzt. Alter, ich bin gleich tot. Alter, ich bin gleich tot. Ey, ich kann das nicht bringen, in Let's Play hier zu sterben. Alter, ich bin wirklich gleich tot. Wie, das ist jetzt ein Volltreffer. Und wie, du triffst jetzt nicht. Dankeschön. Wo kann ich mich heilen? Ich bin gleich tot. Erreicht der W7. Ja, das ist sehr schön, aber ich habe trotzdem keine Potion oder so dabei. Muss ich jetzt im Ernst sterben? Ich bin aber noch nicht bereit zu sterben. Alter, mein Pokémon. Furzknoten stirbt noch. Was wollte ich jetzt machen? Ah, genau, so geht das. Kann ich es im Dorf... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ausprobieren möchte. Ich weiß es im Ernst nicht. Hi, ich arbeite in einem Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Oh, Mother of Godness, wir haben einen Trank. Den benutze ich natürlich auch sofort mal. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist, aber Furzknoten ist auf jeden Fall gerade am Verrecken. Also etwas am Verrecken. Wir wollen ja nicht, dass er stirbt. Nein, nein, das wollen wir nicht. Wir sind ja keine fiesen Leute. Oh, schon wieder ein Ratfratz. Ein wildes Ratfratz. Oh, Level 2, das wird auf jeden Fall schnell darum sein. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich setze jetzt wirklich die ganze Zeit einfach Tackle ein, weil ich glaube, Routenschlag bringt jetzt, glaube ich, gar nicht so krass viel. Ja, ist schön, dass mein Pferd singt. Genau, das spricht mal wie F aus. Verteidigung. Pferd. Alter, der hat mir 3 Schaden gemacht. Geht mal voll nicht. Oh, ich freue mich schon, wenn ich Level 50 bin, Alter. Und dann will ich einfach alles one-hitten und sowas. Heieiei, bin ich geil. Oh. Das überlebe ich doch nie hier. Hallo. Siehst du? Die Stufen hier. Du kannst dich hinaufklettern. Dafür aber hin und da springen und dich umbringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Ja, sehr schön. Aber was? Achso, das ist gar kein Trainer. Ich dachte jetzt schon, dass es ein Trainer ist oder so. Alter, ich habe mich jetzt so erschrocken. Ne? So einen Herzinfarkt bekommen, ne? Glaubt ihr gar nicht. Na komm, greif an. Oh, schon wieder die Hälfte abgezogen. Sprich, wir werden wieder 3 Attacken brauchen. Oh mein Gott, ich bin so geil. Ey, mein Random-Zeug, was ich hier laber, ne? Meine Fresse, ey. Ich glaube, das Pokémon-Let's Play wird einer der ersten Let's Plays, die ich mir im Nachhinein nochmal anschaue. Um einfach mal zu testen, ob ich da jetzt wirklich total dumm Scheiße drauf war. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Jetzt muss ich hier durch so eine große Gras laufen. Ja, auf jeden Fall voll die Grasplantagen, ey. Pokémon-Entwickler waren bestimmt von Falsfu gekifft, ey. Ein wildes Taubsi. Na, Taubsi werde ich mir auch noch irgendwann fangen. Pokémon, Tackle! Los, Tackle! Greif an. Windstoß. Ja, sehr schön. Komm. Ich bin ungeduldig, was Pokémon immer angeht. Ich werde total hibbelig, wenn der Kampf so lange dauert. Das ist echt total schlimm bei mir. Und ich will nicht sterben. Ja, fick dich. Ich kapiere diese Logik nicht. Der macht, Taubsen macht 3 Schaden. Macht wieder 3 Schaden. Volltreffer! Voll der Volltreffer. Voll. Vollzeption. Taubsi wurde besiegt. Furzu und erhält 23 EP. Das ist sehr schön. Oh, das war so klar. Ich hoffe, es ist ein Ratzfratz Level 2. Na, ah, Level 3. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schaffen, Alter. Ich will im Ernst echt nicht sterben. Vielleicht können wir es schaffen, vielleicht. Weil wir brauchen, denke ich mal, auch wieder 3 Schläge. Ja, Rutenschlag ist sehr, sehr schön. Obwohl eigentlich nicht. Wenn meine Pferd dabei singt. Mein Pferd singt. Ah doch, jetzt, ja doch, wir gewinnen den Kampf noch. Das finde ich sehr schön. Alter, wir sind so geil. Oh, wir sind erreicht Level 8. Fußzeichen. Ja, sind wir... Blubber! Der Blubber Bernd! Ich erlerne Blubber Bernd! Oh mein Gott, wir sind in, wie heißt die Stadt hier? Tipps für Trainer. Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte... Übersteuerung. AP! Limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du die Pokémon in einem Pokémon-Center bringen. Stellt euch mal vor, irgendwelche komischen Random-Schilder schreien euch so krass an, Alter. Das wäre irgendwie derbst witzig.
Sind wir jetzt eigentlich in dieser Stadt? Oh, wir sind in der Stadt, Alter. Gut, dann will ich jetzt einfach mal meine Pokémon jetzt einfach mal random einfach mal heilen hier. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit, Fußzeichen. Sollen wir deine Pokémon heilen? Heilen. Okay, wir benötigen dein Pokémon. Boah, wie ich das vermisst habe, mal ganz im Ernst. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Dankeschön, Faboy. Komm jederzeit vorbei. Dankeschön. Ja gut, dann würde ich jetzt auch einfach mal sagen, 30 Minuten sind jetzt rum, meine lieben Freunde. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Projekt zusagt. Wie gesagt, wenn nicht, dann werde ich es trotzdem durchziehen. Aber wäre auf jeden Fall schön für die Leute, die schauen, wie gesagt, wenn ihr ein eigenes Pokémon haben möchtet. Es gibt hier 150 Pokémons und sowas. Ich denke mal, so einige von euch kennen sich da sicherlich aus. Und, ja, wie gesagt, wenn ihr ein eigenes Pokémon haben möchtet, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich werde dann natürlich eine Liste führen und den, wenn möglich, nach euren YouTube-Namen benennen. Oder wenn ihr da auch einen Namenswunsch habt oder sowas, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und ja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal die Aufnahme reinziehen und gucken, ob die hochladetauglich ist. Ja, und je nachdem, wie mir das dann gefallen hat, werde ich auf jeden Fall noch ein, zwei Folgen aufnehmen. Wie gesagt, die Folgen werden immer so zwischen 20 und 30 Minuten lang, je nachdem, wo jetzt gerade ein Cut ist oder sowas. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann einfach in einem anderen Let's Play oder in der nächsten Folge Pokémon wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Und hier habe ich eine Maus und alter Vater, das ist mein Schwanz. Wenn es wieder heißt, Pokémon Blaue Edition. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.